Also, wir möchte mal die Hacker und Hackerinnen bitte mal nach vorne kommen. Und nachdem wir ja gerade gehört haben, dass es eine Google-sichere Weste gibt, da wollen wir mal gucken, ob hier bei Subtim eine Google-sichere Weste gibt. Also, hier sind unsere Hacker, alle Studenten und Studentinnen der FH Aachen, zum Teil im Masterstudiengang, zum Teil Bachelor. Wir haben auch jemanden, der die Master-Ausbildung macht, im Dual-Studiengang. Das ist der Oliver Witschisk, der Dirk van Eer, der... Oh, ich muss die Bilder zuerst, Entschuldigung. Die Miriam Hanke, die Kim Hunke, Entschuldigung, Hunke, die Kim Rosenfeld. Du kannst gehen, ja. Also, Kim Rosenberg, der Nico Jansen und der Peter Schwanke. Und wir haben jetzt versucht, die Feiertagslücke auszunutzen. Und ja, das Ganze ist sozusagen in drei Schritten abgelaufen. Und wir haben also das gesamte Team in drei Unterteams geteilt. Wir haben die Unterteams geteilt und haben zu Anfang mal einen Angriffsplan gemacht. Wie sollen wir denn vorgehen? Was müssen wir tun? Also das Ziel stand von Anfang an fest, Gebäudetechnik angreifen. Gut, also die haben hier irgendwelche SPSen von Siemens im Einsatz, also müssen wir dafür sorgen, dass die Software, die da drauf läuft, dass die entsprechend manipuliert wird. Also Gebäudetechnik-Manipulation. Ja, wie machen wir das? Wir haben gesehen, der Dr. Halbach hat es uns gezeigt, also irgendein PC ist mal dann in der Lage, das Programm irgendwo drauf zu speichern, was dann da eingespielt wird. Also müssen wir doch gucken, dass wir diesen PC kriegen, auf den das läuft. Der PC von einem Mitarbeiter gewesen vielleicht. Also müssen wir diesen PC infizieren. Mitarbeiter, also irgendjemand ist für diesen PC verantwortlich. Bevor wir auf den PC kommen, müssen wir den hacken. Also wir hacken nicht nur Geräte, wir hacken auch Zielpersonen. Das Ganze nennt sich Social Engineering und wird gleich ein bisschen genauer erklärt, wie das funktioniert. Ja, bevor wir aber eine Zielperson hacken können, müssen wir natürlich mal ein bisschen was über die Zielperson wissen. Wir müssen herausfinden, ja, wie können wir die denn manipulieren, was müssen wir machen. Der muss uns ja vertrauen. Wenn irgendjemand in herunterkommenden Klamotten sie anspricht und sagt, hast du mal einen Euro, da sind sie sehr vorsichtig. Ja. Also müssen wir versuchen, Vertrauen aufzubauen, die Zielperson finden und Vertrauen aufzubauen. Ja, und wenn wir das alles so rückwärts gemacht haben, vom Ziel ausgehend, unser Plan entwickelt, dann geht es genau andersrum und so werden wir es Ihnen jetzt auch vorstellen. Wir werden also zuerst zeigen, wie haben wir die Informationen gefunden. Dann werden wir Ihnen zeigen, wie wir die Zielperson gehackt haben. Dann werden wir Ihnen zeigen, wie die PC, wie der PC manipuliert worden ist. Und ganz am Ende geht er nicht aus, glaube ich jedenfalls. Mal gucken. Anfangen tun die Siri und die Kim, die zeigen uns jetzt ganz schnell, wie das mit dem Information Gathering geht. Dann können Sie so lange sitzen. Ja, die erste Phase, die uns zum Ziel führt, ist das sogenannte Information Gathering. Was ist Information Gathering? Information Gathering bedeutet einfach, dass man versucht, möglichst viele vertrauliche und persönliche Informationen anhand Tools wie Google oder soziale Netzwerke mit Personen rauszufinden, um auch dann gewisse Angriffspunkte zu analysieren. So. Und jetzt ist die Frage, wie haben wir das durchgeführt? Wie man sieht, natürlich mit Google, wie sonst. Wir haben versucht, zunächst erstmal uns ein Bild über die Mitarbeiter zu machen. Und dort haben wir dann versucht, erstmal als Opt-in und einen Namen einzugeben und zu schauen, was finden wir über die Mitarbeiter hier raus. Anschließend haben wir etwas Interessantes gefunden, wie man dort oben sieht. Berufsprofil LinkedIn. Das ist das hier. Dort haben wir natürlich dann zwei interessante Anhaltspunkte gefunden. Zunächst einmal die Berufserfahrung, IT-Gruppenleiter, ist schon mal interessant. Und dann haben wir noch einen Punkt gefunden, Beuth Hochschule für Technik Berlin. Natürlich ist das für uns interessant, weil wir dadurch dann einen gewissen Angriffspunkt analysieren konnten. Ja. Das nächste ist dann halt nochmal ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie Information Gathering nochmal funktioniert. Das heißt, man macht sich auch wirklich Gedanken oder einen Plan, wie sieht der Arbeitsweg von dieser Person aus. Das haben wir dann halt auch hier versucht darzustellen. Natürlich nicht mit dem Arbeitsweg von der Person, sondern halt anhand des Beispiels von der FH Aachen zu erst auf dem AG. Ja. Und der nächste Punkt macht dann meine Kollegin. So, also der erste Punkt war getan.
Wir haben also eine Person gefunden, auf die wir uns erstmal konzentrieren wollten, IT-Gruppenleiter. Ob die jetzt tatsächlich was mit dem PC zu tun hat, den wir hier angreifen wollen, mag sein, mag nicht sein, aber es war erstmal ein erster Ansatzpunkt. Und wie es dann weitergeht, zeigt uns die Kim. Dankeschön. Ja, also Social Engineering. Das ist, wie der Herr Höfke vorhin schon sagte, das Hacken des menschlichen Betriebssystems. Das heißt, man versucht, dass die Person zu einem Vertrauen aufbaut, um sie daraufhin manipulieren zu können. Dadurch kann man beispielsweise an Informationen gelangen oder an Zugangsdaten für Systeme. Und da dieser Punkt bei Systemen ganz oft vergessen wird, es gibt inzwischen so viele Sicherheitsstufen für Systeme, dass der Mensch im Endeffekt die günstigste Schnittstelle ist. Und ja, ein Beispiel dafür sind die Phishing-Mails. Die meisten von uns kennen bestimmt den nigerianischen Prinzen, der uns ganz viel Geld schenken will, wenn wir ihm unsere Informationen mitteilen. Allerdings wird das im Normalfall nicht zuverlässig funktionieren. Das ist viel zu ungenau. Bei denen ist egal, welcher Fisch quasi anbeißt. Wir wollen jetzt aber einen bestimmten Fisch an der Angel haben. Also gibt es das sogenannte Spearfishing. Ja, und dafür müssen wir halt wirklich die Informationen, die wir vorher heraussuchen, das ist ein ziemlich aufwendiger Teil tatsächlich, müssen wir die analysieren und dann halt uns überlegen, welche Angriffspunkte können wir nutzen. Ja, wir hatten jetzt unter anderem Informationen über das Privatleben, wie Adressen, Hobbys, Familie. Wir hätten allerdings auch über die Firma an sich gehen können, nämlich über die Bewerbungsunterlagen. Darüber könnte man schadhafte Dateien zusenden. Oder halt eben über das Alumni-Programm der ehemaligen Hochschule der Zielperson. Ja, das waren ja schon mal vier Ansätze. Familie, Hobbys, da haben die also auch was gefunden. Aber wir haben jetzt gedacht, also wir möchten keine Person bloßstellen in diesem Rahmen. Also haben wir uns überlegt, die anderen beiden Ansätze sind vielleicht schöner. Bewerbungsverfahren geht wunderbar. Also wenn hier eine Bewerbung ausgeschrieben ist, dann schicke ich da meine Unterlagen hin als PDF-Datei oder als Unterlage und das wird auf jeden Fall angeguckt und schwupp, habe ich es dann. Allerdings werde ich wahrscheinlich nicht bei dem IT-Gruppenleiter landen, sondern vielleicht eher in der Bewerbungsabteilung. Also das wäre jetzt vielleicht nicht genau unser Ziel gewesen. Deshalb ist im Endeffekt übrig geblieben die Beuth-Hochschule. Und jetzt müssen wir also versuchen, jemanden davon zu überzeugen, dass die Unterlagen, die er jetzt zugeschickt bekommt, von der Beuth-Hochschule ist oder sind. Und da haben sich der Defran und der Oliver mit beschäftigt, damit das auch so aussieht, als wäre das total echt. Richtig, wir haben ja jetzt die Aufgabe, eine Spear-Phishing-Mail eben an diese Zielperson zu senden. Wie machen wir das? Wir haben die Information, dass diese Zielperson eben an dieser Hochschule war. Und also wir haben uns quasi dafür entschieden, die Idee gehabt, okay, was kann von einer Hochschule kommen, dass es an einen Absolventen geht. Die Idee war da, wir schicken eine Einladung zu einer Alumni-Feier. Wird sicherlich regelmäßig losgeschickt, wodurch es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Zielperson auf so eine Mail reagiert. Allerdings stellt sich daher noch die Frage, wie schaffen wir es, diese Mail so echt wirken zu lassen, dass eben diese Person denkt, dass diese Mail echt ist. Und da sind wir hingegangen, okay, wir haben erstmal die Hochschule angeschrieben. Warum haben wir das getan? Um eben diese E-Mail-Vorlage von der Hochschule zu bekommen, damit diese Mail wirklich echt wirkt. Damit diese Mail so aussieht, als wenn sie von der Hochschule kommt. Und genau, das ist die Mail, die wir hingeschickt haben. Inhaltlich geht es darum, dass wir Interesse an einem Studium an dieser Hochschule haben, allerdings nicht wirklich, oder beziehungsweise noch Erfahrung von bereits Absolventen hinzuzufügen wollen, um unsere Entscheidung zu festigen.
Und der Empfänger der Hochschule ist genau gewählt, denn diese Mail haben wir an die Alumni-Beauftragte der Hochschule geschickt. Eben wahrscheinlich auch die Person, die Einladung an Absolventen schickt, wenn diese Einladung zu einer Alumni-Feier geschieht. Zwei Tage später kam die Antwort. Inhaltlich ist es hier gar nicht wichtig, was da drin steht. Uns interessierte wirklich nur, wie diese Mail aufgebaut ist, wie die Signatur aussieht, wie der Schreibstil ist, wie die Farben sind. Und jetzt zeige ich euch mal unsere Fälschung. Jetzt zeige ich euch unsere Fälschung. Lasst mal kurz wirken. Das ist die Mail, die wir von der Hochschule bekommen haben. Das ist unsere Fälschung. Schon ziemlich gut, oder? Jetzt übergebe ich. So, im nächsten Schritt geht es darum, natürlich die Einladung zu faken. Und wenn man ein bisschen googelt, findet man gewisse Templates. Das sind Vorlagen, wie kann so eine Einladung aussehen. Wir haben uns jetzt dafür mal entschieden, weil wir keins direkt von der Uni gefunden haben. Aber wie Sie sehen können, haben wir hier ähnlich wie heute einen gewissen Ablauf stehen. Wenn Sie sich selber später genau angucken, werden Sie sehen, dass der Ablauf auf 4 aufgeplant wurde, also wie der Tag heute hier ablaufen soll. Im nächsten Schritt hieß es natürlich, wir müssen dieser Datei erstmal infizieren. Das haben wir dann später übernommen. Und die Datei muss natürlich zu der Zielperson kommen. Im nächsten Schritt, daraufhin haben wir uns die E-Mail-Adresse der Alumni-Beauftragten geholt, wie Sie hier oben sehen können. Und wichtig ist hier vor allem, dass die Zielperson sich die Datei runterlegt und auch ausführt. Sonst kriegen wir keinen Zugang, würde ich sagen. Im nächsten Schritt ist dann die Live-Vorschau. So, also wir haben die Informationen, wir haben sozusagen die Waffe, die Jungs haben die Munition besorgt, wir haben auch schon durchgeladen. So, jetzt kommen also bisher. Achten Sie drauf, bisher war überhaupt gar keine Technik. Also die hätten jetzt gar nicht Informatik studieren müssen. Dann hätten jetzt auch ganz andere Leute sein können, die sich zum Beispiel das Kuckucksei von Clifford Stoll oder andere Bücher in diesem Genre durchgelesen haben, wo sowas auch geschrieben steht. Bedeutet auch, wenn Sie sich gegen sowas schützen wollen, können Sie keine IT-Firewall einbauen oder irgendwas machen, ja, oder irgendwie einen Scanner. Diesen Angriff, den können Sie gar nicht verhindern. Okay. So, jetzt wird es allerdings technisch. Dafür haben wir ja unsere beiden besten Hacker ausgegraben, den Nico und den Peter. Die werden also jetzt genau das zeigen auf 2 Monitoren, was Sie hier gerade mal sehen. Also wir haben ein Angreifersystem und wir haben den PC des IT-Gruppenleiters, der, wie wir hoffen, die Verbindung hinterher mit der speicherprogrammierbaren Steuerung der Gebäudetechnik herstellt, sodass wir dann da die Luftbrücke, die existiert und die vermeintlich Sicherheit darstellt, wir hängen gar nicht am Netz, doch, wir tun nur den Mitarbeiter dazwischen und jagen die Daten durch den durch und dann geht das. So, jetzt weiß er dran. Ja, danke Hans erstmal. Ob wir jetzt die besten Hacker sind, wird sich herausstellen. Sieht schon mal nicht danach aus. Achso. Also Technik darf beim ersten Mal nicht klappen, sonst sieht das zu leicht aus. Der zweite Versuch. Also wir haben hier zum Beispielangriff 2 Systeme. Da sieht man auf der einen Seite hier das Angreifersystem, wo auch dann was im Grunde zur IT-Sicherheit und zum Pentesten genutzt werden kann. Also da sind dann diverse Tools drauf, auch um die Sicherheit zu überprüfen. Und auf dieser Seite hier haben wir ein Windows 7, wo aktuell die neuesten Windows-Updates installiert wurden. Und zudem haben wir hier einmal Thunderbird installiert mit unserer E-Mail, die wir uns auch selber generiert haben. Hier sieht man dann
zum einen, dass hier die E-Mail, also die Quelladresse verfälscht wurde, sodass man auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann, ob diese E-Mail jetzt wirklich jetzt von wem diese E-Mail kommt. Sodass, das weiß man an dieser Stelle halt nicht. Es geht um die Einladung zum Alumni-Treffen. Und auch hier sind dann die Anhänge und die Bilder so, wie wir sie halt eben schon gesehen haben. Und hier ist in dieser E-Mail als Anhang dann die Einladung, die wir halt mit dem Schaltcode dann versehen haben. Ja, und ich muss mal den Detail öffnen. Wir sehen dann hier im Grunde ganz normal die PDF-Datei mit der Einladung. Und ich wollte mal fragen, ob jetzt ist jetzt schon irgendwem was aufgefallen ist. Auf der Seite, das ist mitgelockt worden, richtig, aber hier auf dieser Seite, das ist ja im Grunde das, was man als Opfer sehen würde. Da ist ein bisschen geflackert, aber sonst ist da nicht viel passiert. An dieser Stelle wollte ich dann zu Peter übergeben. Ja, an dieser Stelle ist der Benutzer des PCs im Prinzip schon verloren, weil in diesem Augenblick habe ich schon auf diesem Rechner volle Kontrolle über dieses System. Was man jetzt hier gleich auf der rechten Seite sehen kann, also zurzeit sieht es vielleicht noch etwas ungenau aus, da kann man noch nicht so viel mit anfangen. Wenn man jetzt ein paar Sekunden wartet, wird man gleich sehen, ups, wir sehen im Endeffekt genau das, was der Benutzer an diesem Rechner auch sehen kann. Haben volle Kontrolle über das System, können uns beispielsweise jetzt genauso gut das Dateisystem von diesem System anzeigen lassen. Hier sehen wir jetzt im Augenblick den Desktop, zum Beispiel den auch eine Haussteuerung, wie man das da drüben auch sehen kann. Wir können uns hier jetzt beliebig durch das Dateisystem wühlen, können alle Dateien runterladen, verändern, manipulieren, was wir auch wollen, ohne dass der Benutzer das wirklich jetzt mitkriegt. Man sieht jetzt auf der rechten Seite, im Enzyklopädie hat sich nichts verändert. Der Benutzer hat nur die PDF geöffnet, hat diese PDF wieder geschlossen und für den ist im Endeffekt noch alles ganz normal. In Wirklichkeit kann ich mich jetzt hier schon durch das Dateisystem wälzen. Das ist jetzt natürlich etwas, jawohl, mit einer Hand ist es etwas schwieriger. Was ich jetzt hier drin sehe, im Endeffekt schon das, was wir gerade eben auch in diesem Ordner gesehen haben, der Teil zur Konfiguration. Was ich aber auch beispielsweise jetzt noch machen könnte, ist, ich könnte beliebige Programme auf dem System ausführen. Das wären dann allerdings Sachen, die könnte man im Endeffekt möglicherweise auch auf diesem System mitbekommen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt einen Taschenrechner öffnen. Also im Prinzip kann man hier seiner Vorstellung freien Lauf lassen. Alles ist möglich als Angreifer. Ich habe die volle Kontrolle. Und an der Stelle würden jetzt meine Kommilitonen weitermachen. Das ist das Thema Technik. Runterfahren. Ja, also hier sieht man schon, mit uns ist auf jeden Fall zu rechnen. Ja, also das ist schon mal klar. Sagen wir jetzt mal so, wir danken natürlich dem Besitzer dieses PCs, dass er auf seinem Desktop einen Ordner hat, der Haussteuerung hat. Danke dafür. Es hätte ja auch wesentlich schwieriger sein können, was aber an dem Endergebnis nichts geändert hätte. Wir hätten ein bisschen mehr Zeit gebraucht dafür, um das noch zu durchsuchen. Aber gut, also wir haben jetzt die Haussteuerung gefunden, beziehungsweise einen Ordner mit Haussteuerung und da drin erstmal zwei Dateien. Da wird der Oliver jetzt ein bisschen mehr zusagen. Wir sind zwar eine ganz hervorragende Hochschule und im Informatikbereich also sowas von Weltklasse aufgestellt, aber ich kann Ihnen sagen, dass keiner von uns gewusst hat, was denn wohl diese Endung bei einer Datei bedeutet. Keine Ahnung, aber der Olli, der weiß das. Ich weiß es jetzt richtig, aber vorher muss ich schon aus. Ich meine, sagen Ihnen diese Endung etwas? .lsc? Irgendjemand? Vielleicht war. Aber mir, ich war genauso ratlos. Deswegen, es gibt ein ganz cooles Tool, das man verwenden kann, wenn man von Sachen nicht viel Ahnung hat. Und das ist Google. Ich habe nach Dateiendung LSC gegoogelt. Und ich habe Ihnen mal hier die ersten zwei Suchergebnisse dargestellt.
Hier sieht man schon ein bisschen was von Siemens AG. Hier steht Dateiendung LSC, Logo Soft. Und tatsächlich ist dieses Logo Soft auch diese Software, mit der man die Dateien verändern, bearbeiten kann. Und das Spannende daran ist, diese Software ist kostenlos zum Download zu verfügbar. Sprich, man kann auf die Siemens-Seite gehen und diese Software frei downloaden. Jeder von Ihnen in diesem Raum könnte sich diese Software holen und diese Dateien bearbeiten. Es stellt sich natürlich die Frage, ja, okay, ich kann mir die Software installieren, aber kann ich die Software denn auch wirklich bedienen? Ich zeige Ihnen mal die Software. So sieht die Software aus. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um mit dieser Software umgehen zu können. Ich habe mir die Dateien angeguckt, denn die Software besteht aus rein logischen Bausteinen. Ich sag mal, als Laie wäre das vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber mein Vorteil war eben noch, dass diese Programme ziemlich gut kommentiert waren. Man sieht hier vielleicht schon Thekenlampen, Eingangslampen, Cafeteria-Lampen, Außensteckdosen. Und damit kann man eben diese Dateien verändern. Das haben wir auch gemacht. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, da draußen im Flur, hier ist gerade kurz mal das Licht ausgegangen. Wir haben auch selber hier den Plan, wann was passiert. Aber es ist natürlich die Frage, wie kriegen wir jetzt diese veränderten Dateien auf das System? Ja, wir müssen, wie vorhin schon gesagt wurde, wir verändern die Dateien auf dem Opfersystem, wir ersetzen die. Stellt sich da natürlich nur noch die Frage, ich meine, wir haben hier eine grafische Bearbeitung. Fällt das nicht auf, wenn die Programme da verändert wurden? Und ich habe hier mit den Leuten gesprochen, die eben dazu zuständig sind, diese Dateien abzudaten, beziehungsweise die neuen Feiertage da reinzuspielen. Und laut deren Aussage sind diese Dateien über 10 Jahre alt. Die wissen, an welchen Stellen man die Feiertage eingeben muss und gucken dann gar nicht mehr, ob irgendwie ganz unten in der Datei sich noch was verändert hat. Sprich, man kann unten in der Datei Chartcode einführen oder eben das, was wir wollen. Wir überspielen diese Dateien auf das Opferrechner und müssen dann nur noch warten. Warten, bis die Dateien eben auf die neuen Systeme übertragen oder auf die Steuerung übertragen werden. Und das ist auch offensichtlich passiert. Damit ist unser Hack erfolgreich abgeschlossen worden. Ja. Du bist jetzt also offiziell in den Zweierkreis der besten Hacker der Hochschule mit aufgenommen worden. Keine Frage, das war schon ziemlich glorreich. Warum haben wir den Hack heute nicht live gezeigt? Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen klar geworden. Wir hatten natürlich keinen Einfluss darauf, wann hier ein Update geschieht. Also wann werden die Feiertage eingepflegt. Und man konnte also im Prinzip nichts anderes tun, als eine Zeitbombe zu platzieren. Und wann die dann im Endeffekt explodiert, ja, das hängt eben davon ab, wann hier die entsprechende Wartung durchgeführt wurde. Die ist allerdings durchgeführt worden. Und ja, das Ganze sah ja jetzt relativ spielerisch aus. Wir haben Informationen gesammelt, Rubbel die Katz. Wir haben hier die Zielsysteme gefunden. Der Olli, wenn er genau darüber nachdenkt, hat er nur 25 Minuten gebraucht, um die Software zu verstehen. Also, was haben Sie denn? Was meinen Sie denn, wie lange wir mit diesem Angriff, der kooperativ mit Soptim stattgefunden hat, und wir einige Informationen im Vorhinein bekommen haben, was meinen Sie, wie viel Arbeitszeit da drin steckt in Manntagen? Einfach mal so in den Raum geworfen. 2. Mehr. Weniger. Mehr. 20. Das ist schon gar nicht schlecht. Also wir sind so ungefähr bei 16, 17, 18 Arbeitstagen, die da drin sind. Ja? Von Leuten, die also auch schon wissen, was sie tun. Das bedeutet, hier steckt eine richtige Menge Arbeit drin. Und man muss auch eine ganze Menge Kenntnisse haben, um das überhaupt machen zu können. Und aus diesem Grunde haben wir also auch diesen kooperativen Angriff im Endeffekt gemacht. Und deshalb ist ja auch kein Name genannt worden von irgendjemandem, der das schwächste Glied in der Kette war, nämlich der Mensch. Der wurde hier also auch nicht vorgeführt, sondern es ging uns tatsächlich darum zu zeigen, es ist machbar, Geräte, die nicht am Netz hängen, zu hacken. Und das auch mit Fachleuten und mit eine Menge Arbeit ist klar, aber im Endeffekt ist es machbar. Und das war eigentlich unsere Botschaft. Dankeschön.